Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben in der gestrigen Folge sehr oft unser Zuhause repariert, sind in unserem Zuhause rumgeschwommen und, also ohne Wasser. In der Luft sind wir geschwommen, weil wir einen Bug genutzt haben, der hier entstanden ist. Irgendwie seltsam. Naja, heute werden wir, vielleicht eine vermutete Basis aufsuchen. Man weiß es nicht. Erstmal Sachen ablegen. Wir brauchen nämlich auch Ressourcen. Rein theoretisch könnten wir sie auch hier suchen, ne? Doch nicht. Doch da. Lithium. Ist nicht viel. Gar nichts. Schwimmen wir mal kurz dahin. Was leuchtet denn da so auf? Ist das jetzt für mein Zuhause? Gut, schwimmen wir mal zum Lithium und hoffen, dass da ein bisschen mehr ist als eins. Es wäre ein bisschen schwach, wenn da nur eins wäre. Mal schauen wir mal. Wir uns hier gleichzeitig ein bisschen umsehen. Das ist tief. Ich weiß nicht, ob ich so tief kann. Ist ein einziges Lithium. Aber gut. Ach, guck mal. Da hinten ist noch ein Lithium. Das ist doch. Sag mal, Fisch, spinnst du? Oder habe ich gerade gerammt? Okay. Dann schwimmen wir da noch mal hin. Ja, da gibt es auf jeden Fall ordentlich Lithium. Ja, ordentlich. Ordentlich etwas anderes. So, bevor wir jetzt andere Marken suchen, werden wir auf jeden Fall die anderen erstmal aufsuchen. Ich wollte mein Inventar leeren, ne? Habe ich hier schon irgendwelche? Nein. Muss erstmal mein Inventar entleeren. Hier, komm, bei Werkzeug. Ich hab's gegessen. Gegessen. Ah, ja, alles behalten. Okay. Dann viel zu dem Thema. Steigen wir in die Seemotte. Scheiß auf Essen. Ich glaube, ich habe was verkackt, ne? Geh wieder hoch. So, die Batterie geht rein und die kommt raus. So. Jetzt können wir losziehen. Fängt ja schon super an, die Folge, ey. All systems online. Okay. Wir schwimmen zum Lithium. Und organisieren wir uns ein bisschen was davon.
Eigentlich würde ich gerne einfach mal auf Erkundungstour gehen, aber man braucht einfach so viele Ressourcen zum Überleben. Echt nicht mehr cool. Autsch. Geht ja. Na gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir eigenständig irgendwie Lithium. Diese Navigationsstörung, ey. Ist das eine Lithiumquelle? Kupfererz, naja. Ja. Das hat niemand gesehen. Schwimmen wir einfach mal hier ein bisschen rum und gucken mal. Ich meine, es ist ein bisschen blöd, wenn wir irgendwann verhungern, aber dann essen wir halt rohen Fisch. Und Zero, hör bitte auf, überall gegen zu fahren. Das ist nicht cool. Oh, gucke mal, schon was gefunden. Rettungskapsel 13, Sprachaufzeichnung des Abgesandten. Und sonst gibt es hier nichts? Nicht mal was zu essen oder zu trinken? Nein? Ja, dann halt nicht. So, Baupläne. Was haben wir denn für Baupläne gefunden? Ach so, Fisch. Ja, ich hab einen Fisch gefunden, den wir noch nicht hatten. Die Gravitationsfalle. So, Kascha, meine Schöpfer, ihr Beschützer und Bewahrer der Welten, gebt mir an diesem Tag meine täglichen Freuden, wie ich sie jenen gebe, die Freuden bei mir suchen. Außentemperatur erreicht kritischen Wert. Zeigt mir den Weg im Leben, in der Wahrheit und in der Liebe. Meine ist die Kraft, ich bin der eine. Hinauf und hinab und wieder hinauf. Aufschlag steht unmittelbar bevor. Das Leben ist ein Spiel und das Universum spielt mit sich selbst. Mein Spiel als dieses Bündel Fleisch ist beendet. Nehmt mich zurück. Ja, okay, gut. Man könnte auch ein bisschen positiver im Leben sein. Ich frage mich, wie groß die Map ist. Weißt du das? Die wird ja wohl nicht unendlich groß sein, oder? Irgendwann ist ja schlecht. Und wieso sollten sie so viel entwickeln, wenn keine Sau sich irgendwie bemüht, hier irgendwie was dazu erkunden? Und ihr seid scheiße laut, Jungs. Lasst den Scheiß. Ups, sorry, Fischi. Was seid ihr denn für süße Dinger? Oh. Okay, nichts. Okay. Da geht's Richtung Ende. Ich darf meine Seemotte nicht zerstören. Oh, du siehst interessant aus. Ich mich mal von dir fern. Oh Gott. Noch mehr von eurem Zeug. Ja, ich bin ja schon oben. Habt ihr mein Schiff aufladen können, die Jungs? Oh. Ihr seht nicht gut aus. Was haben wir denn hier? Noch ein Wrackteil. Haben die mich in Ruhe gelassen? Ich hoffe es doch. Noch ein Wrackteil, ja. Dann was Gefährliches?
Das meiste scheint leer zu sein. Das gefällt mir nicht, da will ich nicht hin. Hier scheint nichts zu sein. Hier ist absolut gar nichts. Okay, Konzentration. Sehe ich hier irgendetwas? Oh, Zyklop. Das ist mein erstes Fundstück von dem Ding, ne? Scheint hier auf jeden Fall nicht mehr zu geben. Was heißt Zyklop-Ding? Schau noch mal richtig. Ich habe ja die Zeit. Der Seite ist nichts. Der andere war ja gar nichts, ne? Na gut. 30 Sekunden. Eine halbschrottreife Seemotte. Mhm. Da ist noch irgendwas. Irgendwelblich. Okay, meine Seemotte ist für den Arsch. Ich könnte jetzt zurück oder ich könnte noch weiter untersuchen und das riskieren, dass meine Seemotte abkackt. Weil ich kann ich ja auch easy neu bauen, ne? Energietransmitter, naja. Hier oben vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen könnte. Ich nehme halt wirklich alles mit. Ich muss alles mitnehmen. Seht ihr das da? Aha! Zyklop-Wärmereaktor. Scannerraum Aurora. Ja gut, das war schon hilfreich. Wir haben eine neue Sache gefunden. Ich glaube aber, mehr versteckt wird hier wahrscheinlich nicht sein. Oder vielleicht auch. Nein. Komm ab. Gehen wir da zur vermutete Basis. Warte. Jetzt wollte ich gerade nach Hause schwimmen. Wir werden höchstwahrscheinlich bei dem Versuch sterben. Wenn nicht sogar verhungern. Aber hey. Rein theoretisch sind wir von dem anderen Zuhause nicht weit entfernt. Also noch nicht. 250 Meter, da kann ich also halbwegs runterschwimmen. Aber machen wir doch mal hier im Boxenstopp. Bioreaktor, gut, kennen wir schon. Entsorgungskiste, Wasser. Ja gut, wie schön, dass die alle an Wasser gedacht haben, aber nicht an Essen.
Alter, das war ein Fehler. Auch den noch. Muss ich mich hier durchschweißen? Das Reparaturwerkzeug. Das ist der Sinnlos. Na gut, wir könnten hier die Tische wahrscheinlich scannen. Aber haben wir anscheinend schon. Sonst ist hier nichts Tolles. Kurz Sauerstoff tanken, Moment. Die Mottchen, so lass ich mich hinein. Welcome aboard, Captain. Oh, hast du mich erschrocken. Du sahst so groß aus. Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, ich bin tot. Die Türen sehen aus, als könnte, man sie aufmachen. Okay. Seemottenfragment, ja. Batterieladestation. Schubkanone, ja, immerhin. Immerhin. Kann ich dich aufschneiden? Kacke. Muss rohen Fisch wahrscheinlich essen. Oder ich mache einen Abstecher zu unserem alten Zuhause. Kurz was zu essen. Kein Signal. Modifizierungsfragment, ja, kennen wir auch schon. Kennen wir alles schon, Mann. Spiel, das kenne ich schon. Ich kenne das schon. Dreck. Ja gut, das war aber nichts. Okay, dann würde ich sagen, ab zu unserem alten Zuhause, da etwas essen, weil das ist jetzt wirklich nicht weit weg. Und dann gehen wir da hinten hin oder dahin. 250 Meter und 250, ja, ist beides 250 Meter. Können wir hingehen also. So. So liegen hier Eier verstreut. Die Energiequelle wechseln, achso. Tischkorallenprobe. Achso. Na gut, das war nichts zu essen. Hey, komm her. Du bist höchstwahrscheinlich zu groß. Dich kann ich aber scannen, wenn ich möchte. Halt. Auge. Auge. Ich weiß nicht, ob ich den eingesammelt habe oder nicht. Ach, Inventar ist... So, für einen Fisch hier habe ich noch Platz. Wehe, der hat Schaden genommen durch mich. Wehe. Echt, ich habe doch ein Reparaturwerkzeug dabei, ne? Ich kann ihn doch bestimmt reparieren damit. Ich hoffe es. Also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass hier noch viele Tiere sind, die ich auf jeden Fall nicht kenne und die sehr brutal aussehen. Vital signs stabilizing. Okay. Es geht. Oh mein Gott, es geht. Mmh, ist das gut.
Ich brauche natürlich viel Energie damit. Was mir egal. Okay. Nächstes Ziel. Nein, du bist zu weit weg. Doch noch ein anderes Ziel. Ach, da. 500 Meter von hier entfernt. Das geht ja noch, ne? Ich töte dich! Amaglubschi. Oh Gott, hier wird's eng. Ich glaube, an die Ecke bin ich noch nie gefahren. Also nicht in diesem Projekt. Ob ich vorher hier war, weiß ich nicht. Das scheint im Höhlensystem zu sein, oder? What the fuck war das? Was war... Jetzt kann ich wissen. Strahlung registriert. Okay. Cool. Ich kann ja nicht jedes Schiff ist. Ja. Gut. Es könnte gefährlich werden, dahin zu gehen. Vielleicht schwimmen wir doch dann lieber da hinten hin. Rettungskapsel. Ja, dann halt nicht. Muss ich mir erst so einen scheiß Anzug bauen oder was? Ist das widerlich? Ja, ich riskiere es einfach mal und guck mal, ob ich hier irgendwie den Weg darunter finde. So wird das nichts. Hier wird das grün. Ah, hier kommt. Es ist doch nicht euer Ernst, dass es genau bei der Strahlung sein soll. Okay. Fahren wir nach Hause. Das hat, glaube ich, keinen Sinn. Oder wir umfahren diesen Bereich. Ein bisschen. Nee, das ist genau da hinten. Nee, es hat keinen Sinn. Wir müssen nach Hause, wir müssen uns diesen Strahlenschutzanzug bauen und dann können wir dahin. Vielleicht wagen wir uns dann auch langsam mal zur Aurora hin. Was sagt ihr, in der nächsten Folge mal zur Aurora und die mal erkunden? Ich weiß auch, dass es da hinten irgendwie reinging, ne? Ja gut, Strahlenschutzanzug bauen. Das ist der nächste Plan. Wo ist mein Zuhause? Oh. Da hinten. Okay, Freunde. Ich würde einfach sagen, da wir die vorletzten Folgen sowieso ein bisschen länger gemacht haben, können wir diesmal auch ein bisschen kürzer machen. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann bin ich auch schon zu Hause. Ne? Und dann gucken wir mal, dass wir den Anzug bauen, dass wir dann langsam zur Aurora aufbrechen, uns bis dahin nicht töten lassen. Dann schauen wir mal, was zur Hölle war das? Ich hab das ganz genau gesehen. Außer, dass ich hier Fische töte. Na gut, Freunde, haut rein, euer Zero. Tschüss.